geht von der Sonne und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Let's Play WoW. WoW steht natürlich für World of Warcraft, für all die eingesessenen Zocker. Für alle, die es nicht kennen, es ist ein MMORPG aus dem Jahr, keine Ahnung. Und wir spielen die neue Erweiterung, neu im Sinne von 2016 ist es, glaube ich, rausgekommen. Die Erweiterung, die letzte, oder 2017? Nee, 2016 war es, glaube ich, keine Ahnung. Ich habe vor 3 bis 4 Jahren ungefähr schon mal gespielt. Sieht man einfach daran, ich bin hier auf einem Server bereits registriert und habe 5 Charaktere. Davon ist, glaube ich, ein oder zwei Level 100, keine Ahnung. Das war die WoD-Zeit. Warlords of Draenor heißt es, glaube ich. Und ja, ich möchte auf jeden Fall hier einmal neu Fuß fassen, weil ich habe absolut keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Keine Ahnung, deswegen hier, oh, neue Spieler, dachte ich mir, ja, da können wir uns mal dezent drauf einloggen. Und jetzt, ja, muss ich wählen zwischen dem oder dem Maligos-Server. Den nehme ich einfach. So, wir müssen uns einloggen in den Real. Hervorragend. Und kein Charakter, deswegen muss ich einen neuen Charakter erstellen. Ganz klare Geschichte. Und ich würde wirklich gerne den Dämonenjäger erstellen. Geht aber nicht. Ich kann pro Server nur einen Dämonenjäger haben. Ja, das ist in Ordnung. Ich muss aber auf jeden Fall, ich habe den gestern mal kurz so ein bisschen angetestet, muss ich dazu sagen. Ich muss dafür Level 70 erreicht haben. Deswegen muss ich jetzt erstmal, das ist so quasi die erste Staffelung von dem Let's Play. Ich werde jetzt hier irgendeine Klasse nehmen und werde die bis 70 hochprügeln. Und dann werde ich mir einen Dämonenjäger erstellen. Und dann beginnt quasi erst dieses Let's Play. Entscheiden werde ich mich hier, glaube ich, für die Blutelfe. Also wir haben ja hier Orks, bla bla bla. Brauche ich ja nicht alles erwähnen. Ihr könnt ja alles selber lesen. Hoffe ich zumindest. Ich werde hier eine Blutelfe nehmen und das Ganze einfach als Magier. Ja, hier kann man natürlich unglaublich viel aussuchen. Ja. Gesicht, Frisur brauche ich jetzt erstmal nicht. Lasse ich einfach alles Standard und ich nenne ihn... Oh Gott. Wie nenne ich den denn? Oh Gott. Ah. Machen wir ein Haar weg. Oh, der Name ist... Ja, super. Oh, machen wir ganz kreativ. X. Oh Gott. Und das Ganze hat funktioniert hervorragend. So, wenn wir die Welt einmal betreten... Ich werde die Quests nicht vorlesen, aber das war mein Hund. Ich werde die Quests nicht vorlesen. Ja, wenn ihr wissen wollt, was da jetzt genau steht, die Geschichte zu diesem einzelnen Zeugs, dann könnt ihr das Let's Play einfach auf Pause drücken oder ja, weiß ich nicht. Also, kurz nochmal ganz knapp gesagt, das Let's Play richtet sich quasi an alle, die das Spiel auch spielen, die das Spiel vielleicht kennen oder mal gespielt haben, ihr Spiel vielleicht spielen möchten, oder ja, die mal gucken wollen, wie das so ist, die aber kein Geld dafür ausgeben wollen. Kann man das hier skippen? Ja, kann man, hervorragend. Kurze Info noch dazu, also das Spiel kostet, ich glaube 20 Euro, ich weiß es nicht, keine Ahnung, kostet aber auf jeden Fall monatlich Geld. Kostet monatlich 12 Euro in einem Abo, es sei denn, man macht es irgendwie Langzeit-Abo, dann ist es etwas günstiger. So, was muss ich denn jetzt hier nochmal machen? Ich muss ja irgendwelche Viecher killen, ne? Genau, die hier waren es, glaube ich. So, ich bin ja jetzt hier eine Caster-Klasse. Diese, sag schon, Dämonenjäger-Klasse ist auf jeden Fall recht neu rausgekommen. Recht neu, also quasi mit dem letzten Add-on. So, wieso kriege ich denn jetzt hier nichts dazu? Das sind wahrscheinlich die falschen Mobs, die ich hier kille, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich muss da hinten diese komischen Dinger töten. Das werde ich jetzt auf jeden Fall mal machen. Und 1 von 6. Hervorragend. So, das geht ganz schnell. Ich glaube, mit Tab kann man auch anvisieren. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, wie die Steuerung so großartig funktioniert. Oh, ich hatte ein Level Up. Stufe 2 erreicht. Kann ich jetzt irgendwas machen?
Öffne Artikel. Wie kann man das denn öffnen? Ach so, alles klar. Das war, glaube ich, weil ich hier so eine Pre-Order, nicht Pre-Order, so eine Extended Version Gedöns mir gekauft habe für 60 Euro. Da darf man auch mal glauben, dass da ein Pet drin ist. Genau. Ne, da sind irgendwelche Zusatzdinger drin. Pet, Haustier, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich dachte mir, wenn schon, denn schon. So, 6 Stück erledigt. Quest können wir abgeben, hier oben auf dem Fragezeichen-Symbol, ne? Ich weiß nicht, kann man hier irgendwie sprinten? Ich glaube, das ging nicht, ne? Nee. Keine Ahnung. So. Jetzt haben wir, wie gesagt, schon Stufe 2. On the way to Stufe 3. Fehlen nicht mehr viele Level bis Level 70. Nice. Da ist immer noch was Ungeöffnetes. Ach, hier, das ist so ein, genau. Das ist das Haustier. Luxhalsband. Ich muss ja gar nicht hochlaufen, ne? Ich bin ja ein Depp. Da muss man nachher, glaube ich, hochlaufen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wo sind denn die? Sind das die Dinger vielleicht? Ich werde einfach mal eins töten davon. Töten, töten! Nein, 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 das waren sie nicht. Doch, wohl. So, jetzt ist ja aber noch irgendwo ein anderer Cabbage, ne? Kann man das nicht irgendwie die Kamera so feststecken, festhalten? Es ist ja nervig, dass sie ständig hoch und runter geht, wenn man die bewegt. Also die sollten hier in diesem Anfangsgebiet auf jeden Fall mehr Mobs hinstellen. Wenn ihr, keine Ahnung, 5 Leute sind oder was, dann brauchst du ja eine halbe Ewigkeit, um diese Quest abzuschließen. Go, go, go. Gibt es eigentlich eine Taste, wo man das schnell looten kann? Dass man hier nicht alles einzeln drücken muss und vor allen Dingen auf diesen Kadaver drücken muss. Wenn ihr irgendwelche Tipps, generell Anregungen, Tipps habt für mich, wie ich mir das Spiel leichter machen kann, gerne auch Add-on-Vorschläge oder sowas. Das ist nämlich so ein Gebiet, da kenne ich mich absolut gar nicht mit aus. Könnt ihr mir das gerne mal, wäre ich sehr, sehr dankbar, in die Kommentare posten. Dann können wir uns alle gegenseitig helfen. Und vor allen Dingen ihr mir. So, Quest fertig. Können wir einmal abgeben. Annehmen. Oh, jetzt habe ich hier ganz schön viele Quests. 3 Stück. Hier ist keiner, ne? Ne, muss ich hochlaufen. Jetzt muss ich nämlich hochlaufen. Übrigens, by the way, Stufe 3. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den Jenkins-Titel gekriegt habe. Keine Ahnung. Annehmen, annehmen. Ich glaube, Quests, beziehungsweise Leveln mit Quests geht am schnellsten, oder? Das dürft ihr mir gerne mal an die erfahrenen WoW-Spieler, dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare packen. Ich wäre wirklich äußerst dankbar dafür, wenn ihr mir sagen könnt, ob ich auf dem richtigen Weg oder vielleicht sogar auch auf dem Holzweg bin. Weil, wie gesagt, Ziel ist es, erstmal Stufe 70 zu erreichen. So, auf der Karte sehe ich ja, glaube ich, wo ich hin muss, ne? Genau. Machen wir das erstmal. Machen wir erstmal die zweite. Arcana Strom entfesseln. Ach, da muss ich ja einfach nur... Ach, nee, Moment, was muss ich denn machen hier nochmal? Muss ich nicht hier irgendwie... speziellen Skill drücken oder sowas. Achso, ich muss die Arcana Strom nehmen, ne? Ah, ja, genau so war das. Mit Rechtsklick kann man sogar schlagen mit dem Stock. Okay, von den Dingern brauche ich jetzt auch 6 Stück Arcan sparen. Yes! 6 von 6.
Quest ist fertig. Die nächste, die kann ich hier abgeben. Jetzt machen wir jetzt einfach die 1. Borkling getötet, 0 von 7. Wilder Borkling getötet, 0 von 7. Sind das die Borklinge? Nein, das sind sie nicht. Etwas weiter reinmarschieren jetzt. Ach, da sind die Borklinge. Aber da ist der Typ von eben, glaube ich, wieder, ne? Wilder Borkling. So, 7 von 7. Jetzt muss ich noch die normalen Borklinge töten. Wenn er nicht abhauen würde hier. LOL, kein Loot. WTF. Soll ich mir dann Spielzeit kaufen, wenn ich keinen Loot krieg? Verdammt nochmal. Auch nochmal nebenbei erwähnt, ich werde nicht alles in dem Let's Play machen. Also ich werde auch zwischenzeitlich mal im Livestream weiterspielen. Also so ganz kurz am Rande erwähnt. Livestream könnt ihr gerne auschecken, einfach auf Twitch, beziehungsweise unten verlinkt. Dann einfach auf den Link, da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Follow da lasst. So, wie viele haben wir jetzt? 6 von 7. Das ist jetzt Nummer 7 von 7, das heißt fertig. In 3, 2, 1. Fertig. So, jetzt muss ich hier, glaube ich, irgendwie... Hier muss ich irgendwas machen. Öffnen. Alles klar, Digga. So, hier muss ich an dieses Buch... Ja, an das Buch muss ich, genau. Ich habe das alles noch so ungefähr im Kopf, weil ich das Ganze schon mal gemacht habe. Ich habe damals auch auf Deceus, keine Ahnung wie der Server heißt, da habe ich auch eine Blutelfen, das ist glaube ich Blutelf, ne? Ja, habe ich auch gespielt und zwar auch als Mage. Dachte ich mir, habe ich ein bisschen Heimvorteil, wenn ich den zumindest jetzt hier nur auf 70 ziehen muss. Aber die Steuerung ist halt noch relativ fremd. Weil ich vorher nur BDO gespielt habe in letzter Zeit. Da muss ich einen Schrein lesen, okay. Okay, erledigt. Kann die ganze Quest abgeben. Bams, ihr kriegt einen Stab. Nice. Noch eine Quest mal an dem Level 4. Okay. Auf B geht's Inventar auf, ne? Ja. Oh, ja moin. Ich bin ziemlich voll, würde ich sagen. Was habe ich denn hier? Auf C kann ich, glaube ich, ja, das... Zwei Rüstung. Das hat auch zwei Rüstung. Handschuhe kann ich anziehen. Das kann ich auch anziehen. Das kann ich auch anziehen. Nice. Das ist... Ja, gleich gut. Zwei Rüstung. Kette. Ich brauche Stoff, ne? Ich bin ja Stoffi. Auch kein Leder. Und hier ist mein Zauberstab. Hier gab es, glaube ich, auch irgendwo einen Händler, ne? Ich meine schon, ob ich dann das Zeug wieder verkaufen kann, was ich jetzt hier gekriegt habe. Wahnsinn, ich habe schon ein Silber, 75 Kupfer. Nice. Nächste Spielzeit wird aber in-game finanziert, wenn das so weitergeht. So, was habe ich gekriegt? Das ist dasselbe in grün, ne? Gegenstand Stufe 5. 3. Okay. Immer ein besseres Item-Level. Okay, jetzt müssen wir da hinten wieder zu dieser Kiste. Da müssen wir dann hochlatschen. Das ist hier vorne, dieses komische Gebäude. Falls ihr euch fragt, warum ich nicht einfach den Boost benutze. Ja, tatsächlich, ich habe einen Boost. Das war in dem Kauf mit drin, von dem Erweiterungspack.
Also quasi direkt ein auf Level 100 Boost, aber ich würde gerne ja das Spiel vorher so noch mal ein bisschen spielen, damit ich ein bisschen Übung kriege. So, 8 Arkangespenster muss ich töten. WTF, wenn ich das hinkriege. Mit der neuen Wumme auf jeden Fall. Holy shit, ich mach schon 43 DPS. Nice. Da, was habe ich denn da gekriegt jetzt? Quest? Was war das? Dieser Gegenstand startet eine Quest. Ah, okay, die ist direkt offen. Bring dir ein bisschen. Okay, alles klar. Hier hinten ist Nummer 2. Und da muss ich, glaube ich, noch eine Etage höher, ne? Ja. Was ist denn hier eigentlich für ein Fragezeichen? Kopieren. Ah. Nice to know. Nice. Das war jetzt wirklich nice, dass ich die Attacke benutzt habe. Wo das so weit weg war. Stufe 5 erreicht. Korrekt. Oh Gott, sterbe ich, wenn ich hier runterspringe? Ich springe einfach mal auf den Schirm hier. Und... Oh, fast. Oh Gott, ich bin tot. Ich sehe es kommen. Hier könnte ich den Kopf abgeben. Okay, 2 Silbermünzen. Alles klar. Ich habe übrigens eine neue Attacke dazu bekommen. Frostnova. Passiert dieses, wenn wir da drauf drücken. Ist relativ mächtig. Steht da irgendwo, wie viel Schaden das macht? 5 Frostschaden. Friert sie 8 Sekunden. Einfrieren ist auf jeden Fall nicht schlecht. 42 Feuerschaden. Dann würde ich eher sagen, ist das semi-stark hier, diese Frostnova-Attacke. Auf zur Kundschafterin. Hinten auf der Brücke. Wie kann es auch anders sein? Quest beenden. Und hier gibt es direkt einmal die nächste Quest. Und die ist sehr anspruchsvoll. Und zwar müssen wir hier nach Süden gehen. Und zwar einmal hier quasi um die, über die Brücke rüber. Ist das überhaupt eine Brücke? Tunnel? Gebäude? Keine Ahnung. Und dann können wir hinten die Quest auch schon wieder abgeben. Also an Quest wird man hier auf jeden Fall erschlagen. Wie gesagt, Freunde der Sonne. Ich meine zu wissen, ich habe es irgendwo mal gehört, gelesen, aufgeschnappt, keine Ahnung, dass man mit Quests, also Quest machen, dass es so mit die meisten Erfahrungspunkte gibt. Also jetzt irgendwie, dass es jetzt kein Grinder-Game ist, ist ja klar eigentlich. Sollte ich da irgendwie falsch liegen, dann lasst es mich doch bitte wissen. Ein Geschenk. Ne, ein Päckchen ist es. Annehmen. Ist es ein Geschenk für mich? Nein. Wieso kriege ich keine Geschenke? Dammit. Wir haben den Falkenplatz entdeckt. Ja, moin. So, hier gibt es 2 Ausrufezeichen. Eins steht hier. Jaronis. Das heißt, wir können hier wieder eine Quest annehmen. Hier hinten ist auch noch irgendwo was. Ist wahrscheinlich hier in dem... Ah, nein, oder hier. Hier ist es. Bei den... Ist das hier eine Wache? Nee. Ach, hier bei dem Ding ist es. Annehmen. Und hier ist nochmal eine annehmen. So, kann ich da hinten die Quest abgeben? Ja, ich muss das Päckchen abgeben. Hier drin wahrscheinlich, ne? Falkenplatz. Ja. Hier kann ich das Päckchen überreichen. Ich sehe mich nur über Heimatort. Erfolgreiche. Ja, nehmen wir das. Quest beenden. Eine Belohnung auswählen. Mana.
Gesundheit. Ich nehme einfach mal Gesundheit. Ich bin ja eh eine Glaskanone. So als Mage, dann kann Gesundheit nicht verkehrt sein. So, die anderen, beziehungsweise die nächsten Quests werden wir in der nächsten Folge machen. Ich werde jetzt hier erstmal den Schnitt machen. Ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig. Der Anfang ist ja immer bekanntlicherweise ein bisschen öde, weil man ja die Steuerung lernt so ein bisschen und wie das ganze Spiel so aufgebaut ist, wie es so abgeht. Falls ihr mehr sehen wollt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ansonsten lasst gerne ein Like da oder ein Dislike oder sonst irgendwas. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von World of Warcraft. Und ich bin dann erstmal raus von der Sonne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.